In diesem Video werfen wir einen tiefen Blick auf die energetischen Einflüsse, die Deutschland, USA und Russland ab dem 15. Juli 2024 erwarten. Bereite dich auf einen intensiven Einblick und spannende Vorhersagen vor. Die Zeit ist spannungsgeladen und uns erwarten unvorhergesehene Ereignisse. Welche das sein könnten, erfährst du gleich. Bevor wir mit diesen spannenden Aussagen beginnen, möchte ich dich auf mein neues Büchlein aufmerksam machen. Und zwar habe ich ein Achtsamkeitstagebuch geschrieben. Da sind Seiten drinnen, die ihr ausfüllen könnt mit euren Gefühlen, mit euren Erwartungen, mit euren Zielen. Ihr könnt eine Beschreibung der Engel lesen und ihr könnt euch von diesem Mandala energetisch unterstützen lassen. Ein ideales Buch, um deine Selbstliebe zu stärken und dein Selbstbewusstsein natürlich auch zu stärken. Oder ein Geschenk für einen lieben Menschen. Den Link dazu findest du unter dem Video. Ja, und außerdem findest du auch noch Links für kostenlose Angebote von Smarana. Schau also einfach mal unter das Video. Ja, und jetzt kommen wir zu der aktuellen Lage. Ich habe also drei hellsichtige Bilder bekommen von Deutschland, USA und Russland und die möchte ich euch gerne zeigen und besprechen, was das für uns zu bedeuten hat. Und zwar gilt alles ab dem 15.07., vielleicht schon ab dem Sonntag, den 14. Man wird es sehen, es geht ab diesem Moment eine riesige Energiewelle über die Erde und uns erwarten unerwartete Ereignisse. Es sind dermaßen explosive Energien, Energien, die für Aggression und Konflikte sorgen und auch eine richtig große Durchsetzungskraft haben. Das heißt also, uns erwarten plötzliche Veränderungen, uns erwarten vielleicht Revolutionen und explosive Energien. Also immer wieder kommt dieses Explosive dazu. Und die Kombination dieser Energien kann tatsächlich weltweit zu dramatischen Ereignissen führen. Ich sage immer, ich lese die Energien, ich erschildere euch, was ich gesehen habe. Letztendlich ausschlaggebend ist das, was der Mensch tut, was der Mensch mit diesen Einflüssen, der Energieeinflüssen tut, ob er bei sich bleibt oder ob er drastisch reagiert. Also es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Uns erwarten politische Umwälzungen mit wirtschaftlichen Turbulenzen. Also das sieht man ja schon die ganze Zeit. Nur ab dem 15.07. kann sich das alles immens verstärken und multiplizieren. Das ist das Wichtigste jetzt, was ihr wissen müsst. Und es kann auch zu Naturkatastrophen nochmal kommen. Ihr wisst, dass viele Naturkatastrophen hausgemacht sind und gar keinen natürlichen Ursprung haben. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Es können mögliche Auswirkungen auf Führungspersonen und politische Strukturen in verschiedenen Ländern geschehen. Plötzliche Veränderungen in der Führungsspitze, auch in Deutschland. Ich komme gleich zu den drei Ländern, Deutschland, USA und Russland. Das ist sehr interessant. Und jetzt schauen wir nochmal zu diesem Satz, alles Gute kommt von oben, der stimmt schon lange nicht mehr. Wir haben in erster Linie jetzt mal die Vogelgrippe, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern stark thematisiert wird. Man hat das Ziel, also zwei Möglichkeiten, die Menschen wieder durchzupieksen und dann in diese Pandemie hineinzubringen. Und man hat auch das Ziel, eventuell die Tierbestände auf der Erde zu reduzieren, denn diese Vogelgrippe sei jetzt auch auf andere Tiere übertragbar. Ich lasse das alles bei euch, ihr dürft euch dazu eure eigene Meinung bilden. Das heißt also, wir haben eine wichtige gesundheitliche Thematik, die jetzt ab dem 15. intensiver sich zeigt. Dann haben wir, wenn was von oben kommt, sind ja Chemtrails, giftige Stoffe, die auf die Erde herunterfallen werden. Die Zeit ist wirklich sehr schwierig im Moment und ich bitte euch, geht jetzt nicht in die Angst, sondern
Bleibt in eurem Herzen, lasst euch stärken von eurer eigenen Liebe und betet zu Gott. Das ist etwas, was ich jeden Tag tue, um für den Frieden zu beten. Jetzt kommen wir zu dem ersten hellsichtigen Bild und ich hatte das schon mal euch gezeigt, das ist der Phönix. Und der Phönix steht für Deutschland. Ich zeige euch jetzt schnell mal das Bild. Hier haben wir den Phönix. Der Phönix steht unter anderem, also wir wissen alle, dass der aus der Asche aufsteigt und alles neu beginnt, aber vorher steht der Phönix für Aggression, für Konflikte und militärische Energien. Also zu plötzlichen Konflikten oder Unfällen kann es in Deutschland kommen und die Spannungen führen oder könnten auch zu inneren Unruhen führen, die politischen Spannungen oder auch die unerwarteten Herausforderungen, die uns hier begegnen in dem ganzen Umfeld, sind nicht einfach zu durchstehen. Es ist also eine Zeit der Vorsicht und der besonnenen Handlung besonders wichtig. Schwierig wird es, wenn man sich zu impulsiven, unvorhersehbaren Handlungen hinreißen lässt, was aber, sag ich mal, in Deutschland sein kann, denn die politischen Entscheidungen oder die gesellschaftlichen Spannungen, die ja dadurch entstehen und die gefährden auch Stabilität und Harmonie in Deutschland. Das heißt also, wir könnten nicht nur in der Gesellschaft Spannungen haben, sondern natürlich auch in politischen Dingen und das haben wir ja schon länger. Das könnte sich aber ab dem 15.07. unheimlich verstärken und dadurch bekommen könnten wir diplomatische Probleme, also Schwierigkeiten in diplomatischen Beziehungen bekommen und auch unsere Harmonie insgesamt in der Politik, die ja eigentlich gar nicht da ist, würde noch mal tiefer fallen. Das heißt also auch, was noch dazu kommt, es könnte eine Zeit sein, wo wir mit den Finanzen Probleme bekommen, also schaut gut auf euer Geld, sichert, was ihr sichern könnt. Es hängt immer davon ab, was hier entschieden wird. Und ab 15.07. ist also hier Land unter, könnte es sein. Ich sage es vorsichtig, denn es hängt immer damit zusammen, wie wir selbst entscheiden und wie die Menschen an der Führung dann entscheiden. Die Energien sind explosiv geladen und können das eine oder das andere einfach bewirken. Das heißt also, ihr Lieben, der Phönix verkörpert die Kraft der Zerstörung als Teil des Prozesses der Erneuerung und des Wachstums. Er ist ein mächtiges Symbol für radikale Veränderungen und die Überwindung großer Hindernisse. Also da finden wir uns jetzt gerade wieder. Aber der Phönix hat auch Mut und er hat eine große Widerstandskraft und die Fähigkeit, aus schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen. Und das ist das, was für Deutschland vorgesehen ist. Also da können wir uns schon mal ja gedanklich darauf einstellen. Jetzt gehen wir mal zur USA. Dort habe ich einen gekrönten Adler mit gebrochenen Flügeln gesehen. Ich zeige euch jetzt auch mal dieses Bild, dann können wir das gemeinsam anschauen. Also der Adler ist ein kraftvolles Symbol. Er steht für politische, mit den Flügeln jetzt für politische Probleme und Herausforderungen und Einschränkungen in den USA. Das heißt also, es gibt sehr viele politische Blockaden dort. Das heißt, die USA könnte mit erheblichen Herausforderungen und Spannungen konfrontiert sein auf der militärischen oder politischen Ebene. Es könnte auch dort innere Unruhen oder unerwartete Herausforderungen geben. Insgesamt ist auch dort die Gefahr der impulsiven und unvorhersehbaren Handlungen aktuell und dort geht es auch viel mit Täuschung und Illusion. Also dort wird viel getäuscht und es wird absolut nicht die Wahrheit gesprochen. Und so können also in den USA unvorhersehbare oder sogar impulsive politische Entscheidungen getroffen werden,
was zu großen Spannungen oder Missverständnissen in der Weltpolitik führen könnte. Und es gibt auch Rückschläge in Bezug auf vergangene Entscheidungen in sozialen und technologischen Bereichen bei der USA. Das heißt also, es ergeben sich zusätzlich dann auch noch Schwierigkeiten in diplomatischen Beziehungen, finanziellen Angelegenheiten, also auch dort der Dollar verliert an Wert, an Wert, an Wert. Und dadurch entstehen auch innenpolitische große Herausforderungen. Und das alles deutet auf große Schwierigkeiten hin, auch im diplomatischen Bereich und auch im finanziellen Bereich ist also in den USA gerade ist es sehr schwer. Jetzt habe ich noch Russland. Das Bild von Russland ist natürlich, ich zeige es euch gleich, ist hier, soll versinnbildlichen den Kreml. Und zwar mit großen Wolken, Sorgenwolken und auch das Rot, das ist so ein bisschen die Wut. Ja, und das ist die Beziehung, gerade die innere Beziehung von Russland. Das heißt also, dass Russland erhebliche Herausforderungen und Spannungen hat, ab dem 15. Juli auch. Und es kann auch dort zu plötzlichen und unerwarteten Konflikten oder Unruhen kommen. Und es kann aber auch zu Entscheidungen kommen, politischen Entscheidungen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also von da ist etwas zu erwarten, was jetzt niemand so genau greifen kann. Also es können unvorhersehbare politische, impulsive politische oder militärische Handlungen von Russland kommen. Wichtig ist, dass man in Russland eine intensive Überprüfung der karmischen Herausforderungen macht, um die vergangenen Entscheidungen und Strukturen nochmal zu analysieren und dadurch dann einen Schritt in die Verbesserung tun könnte. Wie das jetzt dort gehandhabt wird, wird man sehen. Es werden auch Schwierigkeiten in den diplomatischen Beziehungen und in den finanziellen Angelegenheiten wird es also dort auch ein bisschen hin und her geben. Also ihr seht, letztendlich, es ist eine ungeheuer schwierige Zeit im Moment, durch die wir aber durchgehen werden, denn wir tragen in uns die Kraft des Friedens, die Kraft der Liebe und des Lichtes. Ich habe zum Beispiel diesen Sonnenanhänger. Der unterstützt mich mit dem Licht der Sonne. Und der bringt mich immer wieder in meine Kraft und in den Frieden. Und von daher bitte ich euch einfach auch, konzentriert euch auf das Herz, auf eure inneren Kräfte und lasst euch nicht zu sehr von den äußeren Dingen herunterziehen. Es wird sowieso nicht einfach werden. Es ist gut, wenn man ein bisschen Vorrat zu Hause hat. Gerade jetzt in der Situation, man weiß nie, was alles durch diese komischen plötzlichen Entscheidungen, die aus diesen drei Ländern kommen. Ich habe jetzt mal nur diese drei Länder angeschaut, was daraus sich letztendlich zusammensetzt. Also seid behutsam und bedachtsam und bleibt in eurer Mitte. Jetzt lade ich euch ein zu einer sehr schönen, hochenergetischen Meditation, wo wir Frieden auf die Erde senden, wo wir Frieden in uns wachsen lassen und uns stärken, damit wir gut durch die Zeit hindurchkommen. Was ganz wichtig ist, ist auch den Lebensweg anzusehen, den Seelenweg immer wieder anzusehen und zu stärken. Das werden wir in einem Webinar zusammentun, diesen Seelenweg stärken. Und wenn dich das jetzt tief berührt, dann schau auch mal unter das Video. Dort findest du einen Link, wo du dich anmelden kannst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser tief energetischen Meditation. Ich sprühe mich ein mit den freien Gedanken, der Gedankenreinigung, mit der Energie von 999.
Liebe Herzensmenschen, liebe Menschen der Erde, ich darf euch begrüßen mit der tiefsten Liebe aus meinem Herzen, die ihr jetzt in diesem Moment hier auf der Erde inkarniert seid. Ihr tragt die Kraft und die Liebe in euch. Ihr seid voller Liebe hierher gekommen, um das Beste für Mutter Erde zu tun. Und dafür möchte ich euch danken. Ich danke euch so sehr, denn jeder einzelne von euch ist wichtig. Jeder einzelne hat eine bestimmte Aufgabe übernommen, die er in diesem Moment ausführt. Und auch wenn du denkst, dass du vielleicht nicht am richtigen Platz bist, sei nicht traurig, denn manchmal reicht es, dass du nur anwesend bist und deine Anwesenheit bringt so viel Licht und Kraft in den Raum, wo du dich gerade befindest, und dadurch steigt die Energie von allen Menschen an, die sich in deiner Nähe befinden. Und damit du leichter und besser deinen Weg gehen kannst, möchte ich die Engel der Liebe rufen. Die Engel der Liebe, die direkt aus Gottes Gedankenfeld zu uns kommen und mit dir jetzt sprechen werden. Wir, die Engel der Liebe, begrüßen dich. Wir begrüßen dich mit dem Segen des Lichtes, und dieser Segen des Lichtes fließt direkt in dein Herz hinein. Er berührt dich mit dem Licht der Liebe und zeigt dir, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass die Liebe uns trägt und führt. Und so möchten wir dich, lieber Mensch, lieber Herzensmensch, mit unserer Liebe stärken, denn wir wissen, dass diese Zeit schwierig für dich ist, und wir bewundern jeden einzelnen von euch, denn ihr habt eine großartige Aufgabe übernommen. Ihr habt die Aufgabe übernommen, hier alles in die göttliche Ordnung zu bringen, und dafür möchten wir euch danken. Und so senden wir die Wellen der Liebe und gleichzeitig die Wellen der Dankbarkeit jetzt zu dir, zu jedem Einzelnen. Und wenn du es erlaubst, werden diese Energien direkt in dein Herz fließen. Und dies geschieht in der höchsten Achtsamkeit der Liebe. Und wir singen deinen Namen, wir singen die Worte des Friedens, wir singen die Worte der Harmonie, der Leichtigkeit und der Freude. Wir singen für dich, für deine Seele. Und so lass dich tragen und spüre unseren Schutz. Spüre unsere Liebe. Wir sind bei dir und wir sagen dir, du bist geschützt und geliebt. Vertraue immer auf die Liebe in deinem Herzen, denn sie ist die Verbindung, die direkte Verbindung zu Gott. Und so dehnt sich deine Seele aus, wird ganz leicht, und du spürst selbst diese Leichtigkeit. Du spürst, wie du mit allen Menschen verbunden bist, die jetzt hier sind, die gleichen Gefühle und die gleiche Liebe spüren. Und so ist es die Harmonie, das Vertrauen und die Liebe Gottes, welche dein Herz berührt. Diese Energien
betten wir in deinem Herzen ein, wenn du es uns erlaubst, damit du immer geschützt bist, damit deine Seele weiß, dass du deine Aufgabe hier auf der Erde erfüllst und gestärkt und geliebt wirst. Und so ist es geschehen. Gleichzeitig haben wir all die wundervollen Energien in deiner Aura verankert, so dass sie zu deinem allerhöchsten Wohle wirken und du begleitet wirst von der Liebe und dem Licht. So senden wir zum Abschied den Segen des Lichtes noch einmal zu dir. Und wenn du dann in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommst, bewege Hände und Füße und öffne deine Augen. Ich danke jedem Einzelnen, der heute hier war. Und ich wünsche mir Frieden auf der Erde. Ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch das Allerbeste. Danke für jedes Like. Danke fürs Teilen. Eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal.